Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich seit genau einem Monat durchgehend zu Hause. Naja, fast durchgehend, denn viermal musste ich ganz kurz die Wohnung verlassen. Für jeweils 2 Minuten oder so. Dreimal zum Müll rausbringen und einmal, weil ich mir eine Pizza bestellt hatte und ich mir die an der Haustür abholen musste. Aber sonst bin ich durchgehend in meiner Wohnung geblieben. Also ich nehme das Motto "Wir bleiben zu Hause" sehr ernst. Aber ich hätte selber nicht gedacht, dass ich es überhaupt schaffe, einen Monat in meiner Wohnung durchgehend auszuhalten. Denn eigentlich bin ich ja einer, der sonst fast jeden Tag nach draußen gegangen ist. Und in der Zeit, wo ich jetzt durchgehend zu Hause geblieben bin, bin ich aber richtig faul geworden. Also in der Anfangszeit habe ich immerhin noch jeden Tag ein kurzes Video produziert, wo ich über mein Heilfasten so erzählt hatte. Aber seitdem ich das Heilfasten abgebrochen habe, da ging es erst richtig los mit meiner Faulheit. Seitdem verging kein Tag, wo ich nicht durchgehend auf der Couch verbracht habe. Also mein Tagesablauf sieht zurzeit so aus. Ich wache auf und bleibe auf meiner Couch liegen. Da bleibe ich so lange liegen, bis ich ein Hungergefühl bekomme. Dann gehe ich kurz in die Küche, mache mir kurz was zu essen, begebe mich wieder auf die Couch, esse dort und nachdem ich aufgegessen habe, lege ich mich wieder auf die Couch hin. Und das geht dann so lange weiter, bis ich entweder nochmal essen muss oder wenn ich mal auf Klo muss. Sonst liege ich wirklich nur durchgehend auf der Couch. Also ich bin das Symbol für Faulheit geworden. Ich bin sogar so faul geworden, ich habe mich jetzt schon seit über 2 Wochen, glaube ich, nicht mehr geduscht. Und seit ungefähr 1,5 Wochen habe ich mir nicht die Zähne geputzt. Na gut, heute habe ich mir mal die Zähne geputzt, weil ich ja dieses Video ja produziere. Und ich wollte nicht mit gelben Zähnen hier auftreten. Aber davor 1,5 Wochen keine Zähne geputzt. Das ist schon heftig, oder? Ich denke mal, in dieser oder allerspätestens in der nächsten Woche muss ich die Wohnung aber einmal fürs Einkaufen verlassen. Denn meine Vorräte, die ich mir angelegt habe, geht schon ganz langsam, aber sicher zur Neige. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie meine Vorräte derzeit aussehen. Aber das ist schon so trostlos, dass ich es jetzt schon mittlerweile streng rationiere, damit die Vorräte noch zumindest über diese Woche halten. Denn ich möchte bisher noch nicht wirklich das Haus verlassen. Denn draußen lauert überall das Coronavirus. Und ich will mich nicht damit unnötig infizieren. Meine Getränkevorräte, die sind schon seit 2 Wochen komplett aufgebraucht. Also seit 2 Wochen trinke ich nur Leitungswasser. Und ich muss sagen, seitdem ich das Leitungswasser ausschließlich trinke, merke ich, wie abhängig ich doch von der Cola war. Also ich hatte eine richtige Cola-Sucht gehabt. Die ersten Tage waren für mich die Hölle gewesen, das sage ich euch. Also ich habe da wirklich so das Gefühl gehabt, ich hätte einen kalten Entzug durchgemacht. Beziehungsweise habe ich immer noch so ein kleines bisschen. Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht so richtig Bock habe, eine schöne leckere Cola zu trinken. Aber ich bleibe standhaft. Ich hoffe mal, dass die Cola-Sucht irgendwann komplett nachlässt, dass ich wirklich nur mein Leitungswasser trinken kann und es mir auch sogar schmeckt. Also bisher muss ich echt so aufpassen, dass ich genug Leitungswasser trinke, damit ich meinen Flüssigkeitshaushalt immer komplett aufgefüllt habe. Also meine 2,5 Liter täglich will ich ja mit Leitungswasser schaffen. Einfacher gesagt als getan. Denn von Leitungswasser bekomme ich leider nicht so einen Riesendurst. So, habe ich jetzt noch irgendwie was zu erzählen, was mir gerade so einfällt? Ich glaube nicht mehr. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video irgendwie unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.